Hallo und willkommen zu meinem nächsten Video. Heute wollte ich euch erzählen, wie wir mit Heißhunger umgehen, warum es zum Heißhunger kommt und was kann man dagegen tun, welche Tipps gibt es da, und ich würde sagen, ich fange einfach an. Vorab, ich werde immer wieder auf mein Handy schauen, damit ich auch wirklich gar nichts vergesse, euch etwas zu erzählen. Deswegen fangen wir jetzt einfach mal an. Also, zunächst kläre ich erstmal die Frage, wie es zu Heißhunger kommt. Also, wenn wir etwas essen, gelangt das Zucker in unser Blut und unser Blutzucker steigt deswegen. Und das ist völlig normal. Das heißt, unser Körper muss dann auch erstmal Insulin produzieren, um diesen wieder senken zu können, diesen Blutspiegel. Und diesen Blutzucker. Genau, und wenn wir dann etwas Süßes essen oder Weizenprodukte, also Weizenmehlprodukte, dann steigt unser Blutspiegelzucker enorm schnell an, also wirklich rasend schnell, aber fällt auch wieder extrem, wo unser Körper dann halt wieder mit Heißhunger reagiert. Wenn wir aber zum Beispiel Fleisch und Salat essen oder Vollkornbrot mit einer Scheibe Käse, dann steigt unser Blutzucker langsam an und fällt aber auch langsam. Das heißt, das produziert halt eben keinen Heißhunger. So, wenn man Heißhunger hat, was macht man da am besten gegen? Zunächst einmal Ablenkung. Das heißt, wenn man merkt, boah, ich habe voll Hunger auf Süßes, ich habe auch Süßes zu Hause, dann erstmal Ablenkung. Vielleicht eine Freundin anrufen, rausgehen, spazieren gehen, in die Stadt gehen, vielleicht Sport machen, Fernsehen gucken, Lieblingsfilm gucken. Vielleicht lenkt man sich damit auch schon ganz gut ab und der Heißhunger vergeht wie im Fluch. Genau, dann Kaugummi kauen. Pfefferminz-Kaugummi ist am besten, dann kriegt man einen ganz anderen Geschmack in den Mund und verliert das die Lust auf etwas Süßes. Oder auch Zähneputzen hilft ja immer ganz gut. Am besten diese Always von Kaugummi. Das sind so lila und rot, weil die sind auch extrem scharf und das hilft enorm gegen Heißhunger. Habe ich ja gesagt, Bewegung und Sport. Manchmal hilft es sogar einfach Sport zu machen. Das ist dann halt einfach auch gut für unseren Körper und auch ziemlich gesund. Dann auch generell einfach mal die Ursache finden, weil manchmal isst man vielleicht auch nur aus Langeweile, haut sich da ganz viele Snacks rein, die dann auch zu Heißhunger führen können, weil es meistens vielleicht auch etwas Süßes ist. Hat man eben jedenfalls Hunger oder wirklich ist da vielleicht wirklich nur Durst. Ich habe das am Anfang meiner Phase immer sehr gut verwechselt. Ich hatte oftmals eigentlich nur Durst, habe aber dann was gegessen. Das war irgendwie total komisch, dass ich das selbst nicht gemerkt habe, aber es kann passieren. Dann aus den Augen, aus den Sinnen. Das heißt, wenn man keine Süßes zu Hause hat, kann man auch keinen Heißhunger auf diese Süßigkeiten kriegen. Da kann man Fleisch zu Obst zugreifen, also Obst, also Apfel, Bananen, Weintrauben. Manchmal hilft das auch ziemlich gut. Ich esse in letzter Zeit immer gerne einen Apfel und eine Banane, also beides gleichzeitig. Und eigentlich hilft das auch ziemlich gut. Wenn man zum Beispiel wichtige Erledigungen noch zu tun hat und der Heißhunger kommt, dann lieber echt mal die Erledigungen machen, weil manchmal vergisst man auch durch die ganzen Aufgaben, die man hat, dass man überhaupt Hunger hat und merkt dann erst später, hey, ich habe Hunger, aber vielleicht ist es auch schon Mittagessenszeit. Jetzt, wo ich euch die Tipps und Tricks erklärt habe, möchte ich euch auch mal erklären, wie man sowas überhaupt vorbeugen kann. Das ist dann nämlich auch sehr wichtig. Und zum einen ist es, dass man auf jeden Fall nicht hungert. Manche, zum Beispiel auch ich, orientieren sich an 3 Mahlzeiten am Tag und ignorieren total, dass man zwischendurch auch mal Hunger haben kann. Es gibt nämlich auch Tage, da hat man viel Hunger, dann gibt es Tage, da hat man ganz wenig Hunger. Und da kann man vielleicht 1-2 Snacks dazwischen drin einbauen, damit man einfach nicht zu sehr hungert und dieses Heißhunger hervorhebt. Dann, wenn man isst, das Essen auf jeden Fall genießen. Ich habe die Schwäche, wenn mir ein Essen so gut schmeckt, dass ich dann anfange zu schlingen, obwohl danach nichts mehr da ist, das macht gar keinen Sinn, aber ich fange an so zu schlingen, weil es einfach so lecker ist und habe danach noch mehr Hunger und esse dann tatsächlich Süßes oder nimm mir noch einen Löffel Biskuit, vielleicht kennt ihr die von früher noch, oder nimm mir noch einen Apfel oder fange an Süßes zu essen, ach ein Gummibärchen und dann wird halt immer etwas mehr. Wie gesagt, regelmäßig essen, ne? Nicht Frühstück auslassen oder Abendessen auslassen.
immer schön regelmäßig essen, auf seinen Körper hören. Unser Körper gibt uns ja schon Signale, was er möchte und was er auch braucht. Das sollten wir dem auch geben. Dann sollten wir halt auch keine Verbote uns einsetzen. Zum Beispiel, dass wir sagen, ey, ich esse nie wieder Schokolade, ich darf das nicht essen, weil das macht noch mehr Hunger auf Schokolade. Oder das hatte ich ja vorher in meiner Anfangszeit, habe ich am ersten Video erklärt, dass ich da auf Brot verzichtet habe, auf Nudeln. Puh, und dann hatte ich echt extrem Hunger darauf und ja, emotional ging es mir auch wirklich gar nicht gut und ich war echt deprimiert und traurig auch zugleich. Deswegen also keine Verbote setzen. Dann auch mal Essenspausen einlegen, also nicht ständig essen, das heißt nach dem Frühstück noch ein Snack, dann eine Stunde später noch ein Snack und eine halbe Stunde vielleicht noch Weintrauben und danach noch eine Stunde später esse ich mein Mittagessen und dann esse ich Brot. Also wirklich bewusst Pausen einlegen. Denn das fördert nämlich auch Heißhunger. Ausreichend trinken, weil wie gesagt der Durst oft mit dem Hunger verwechselt wird. Und trinken ist auch für unseren Körper sehr wichtig, damit er auch funktionieren kann und arbeiten kann. Dann fragen, hat man Stress? Diesen sollte man dann auch vorbeugen oder beziehungsweise vermeiden, indem man dann halt Entspannungsübungen macht, Sport treibt, rausgeht, mit Freunden was unternimmt. Vielleicht auch sogar lernt, was für die Schule tut, Uni tut oder für die Arbeit, wie auch immer. Man kann ja dann auch so Meditationsübungen machen, wenn man total im Stress ist. Kenne ich auch von der Arbeit. Manchmal kommt man nach Hause und man hat noch so viel zu tun oder man kommt nicht wirklich runter, weil der Tag so stressig war oder auch nicht so gut angefangen hat. Dann einfach mal bewusst Zeit für sich selbst nehmen. Und als letztes habe ich noch ausreichend schlafen, weil durch den Schlaf bekommt unser Körper Energie und wenn wir nicht genug schlafen, fehlt ihm diese Energie und der holt sich diese dann auch aus dem Essen, also aus der Nahrung. Meistens sogar an dem Süßen, warum auch immer, ne, ist halt so die Natur. Manchmal frage ich mich auch, warum unser Körper nicht nach etwas Gesundem schreit, wenn er so Heißhunger hat, anstatt immer auf Süßes. Genau, und das war's auch schon zu meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt mir gerne mal eure Tipps reinschreiben, was euch hilft gegen Heißhunger und wie oft ihr dem Heißhunger schon entgegengekommen seid, also beziehungsweise angekämpft habt oder wie oft er euch besiegt hat. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.